Diese Szene könnte man ja sogar in Seminaren an der Uni als Beispiel zeigen, wenn es um sozialkonstruktivistische Ansätze geht. Der Sonntagssoziologe im Gespräch über Mensch und Gesellschaft. Hallo Diego, Hallo René. gut geschlafen? Ja. Um Schlaf geht's ja heute. Ein Ach, bisschen auch, ja, oder? ein bisschen ja, auf jeden Fall, doch, ja. Weißt du, was mir auch gefallen ist? Du hast die Hörer noch nie begrüßt. Du Ich, hast immer nur mich ja. begrüßt, noch nie unsere Hörer. Ja, ich, die Hörer sind ja auch abwesend während unseres Gesprächs. Ja, das stimmt. Okay, dann war das mein Fehler, immer Ja, und abwesende. nee, so würde ich das nicht sagen. Und es sind ja vor allem deine Hörer. Also ich bin ja nur als Gast dann da. Ja, aber Aber du bist ja schon Dauergast. ja, stimmt. Also wenn du möchtest, kann ich die Hörer auch grüßen. Wie macht man das? Winken. Ja. Ich winke? Ja, genau so. Ja, So. okay. Aha. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Okay. Wusstest du, dass im Schlaf negative Gefühle verarbeitet werden? Es gibt doch die Redensart, schlaf erstmal drüber. Ja. Morgen sieht die Welt anders aus und dass das gar nicht korrekt wäre. Denn wenn du ein Problem hast und negative Gefühle und ein Trauma, verstärkt sich das im Schlaf noch mehr. Ja, aber warte mal, verstärkt es sich oder wird es verarbeitet und einsortiert? Das wäre ja was anderes. Also ich kann es ja mal lesen. Der Rat schlaf mal drüber ist zumindest bei schlimmen Erlebnissen eher kontraproduktiv. Denn entgegen bisherigen Vermutungen verankern sich traumatische Erlebnisse deutlich stärker im Gedächtnis, wenn man danach schläft. Oh. Bleibt man wach, ist die Erinnerung daran weniger negativ, sagen amerikanische Wissenschaftler. Okay. Ja, was soll man machen? Soll man da nicht mehr schlafen oder was? Ja, da sind wir ja direkt beim heutigen Film. Ja. Die wollten nämlich auch nicht mehr schlafen. Ja, das stimmt. Und für die, die jetzt gar nicht wissen, worum es da geht, außerirdische Sporen oder Pflanzen setzen sich in Körpern von Menschen fest und tauschen die aus gegen gefühlslose menschliche Hüllen. Also eigentlich gibt es ganz, ganz viele Filme davon. Also immer, wo sich Parasiten der Gesellschaft bemächtigen. Und irgendwann machen wir noch mal eine Folge zu diesen Parasiten, von denen man ja wirklich vermutet, dass jeder zweite davon betroffen ist Ja. und der Wille fremdgesteuert wird, diese Ja, oder zumindest Toxoplasma-Sachen. beeinflusst wird, ja. Also es gibt vier Filme davon. Genau, es gibt insgesamt vier Filme davon. Der erste Film ist aus den 50er Jahren von 56, In der Schwarz-Weiß in noch. Schwarz-Weiß noch, ja. Und der Originaltitel heißt Invasion of the Body Snatchers. Und das ist die erste Verfilmung dieser Romanvorlage. Dann gibt es ein Remake, das wir beide als die beste Umsetzung der Genau. Romanvorlage empfinden. Da sind wir uns ja einer Meinung. Der heißt Selten genug. Invasion of the Body Snatchers. Der ist von 78 mit Donald Sutherland in einer der Hauptrollen. Jeff Goldblum spielt da auch noch mit. Und Spock? Und Spock, genau, ja. Ja, wobei bei dem passt es ja. Der bräuchte ja nicht invasiert werden. Der hat ja eh keine Gefühle. Ja, So, also bei im Star zweiten. Trek zumindest, ja. Ja. Dann haben wir ein zweites Remake von 93. Der heißt einfach nur Body Snatchers. Und spielt in so einem Militärcamp. Der spielt in einem Militärcamp. Das ist vielleicht, also aus meiner Sicht, die schwächste filmische Darbietung dieses Motivs, dieses Themas. Und dann gibt es eine recht junge Neuverfilmung von 2007 mit Nicole Kidman und Daniel Craig in den Hauptrollen und der heißt Invasion. Und Ja. den finde ich wieder ganz gelungen. Also eigentlich würde Ich, der ja. an zweiter Stelle kommen. Ja, sehe ich auch so ähnlich. Ich habe mir sogar überlegt, dass wenn man jemanden die Filme empfehlen möchte, und das handelt sich vielleicht um jüngere Zuschauer oder Zuhörer, Ja. würde ich sogar empfehlen, den neuen zu Ja, gucken, das stimmt. weil die vielleicht, also mit der Langsamkeit der Körperfresser 1978, das ist ja eine andere Art des Schnitts und der Filmerzählung vielleicht, Auf jeden Fall, ja. das reizt die vielleicht nicht so. Der ist schon sehr actionbetont, auch der letzte Film. Das ist zwar bei Filmkritikern kritisiert worden, aber ich fand den eigentlich auch ganz gelungen. Ich fand ihn auch Jetzt muss ich aber schön, auch ja. sagen, wer die nicht gesehen hat, sollte sich die Podcast-Folge jetzt auch nicht anhören, denn Ja, natürlich, wir werden spoilern ohne Ende und klar. Ja, und ich würde sagen, also so ähnlich wie du das jetzt vorgeschlagen hast,
vielleicht für alle unter 30 den Film The Invasion von 2007 anschauen, wenn man nicht gleich alle sehen will. Und für alle über 30, den würde ich schon auf jeden Fall den 78er Film mit Donald Sutherland. Und wer über 60 ist, soll sich den Schwarz-Weiß-Film angucken. Ja, klar. Wobei der von 93 könnte für jüngere Generationen interessant sein. Da wird doch, das ist nun der Film, den ich am wenigsten noch in Erinnerung habe, aber da wird doch irgendwie die Geschichte aus der Sicht der Tochter, die noch recht jung ist, erzählt, sodass das Identifikationspotenzial oder dass die Protagonistin dann doch auch ein jüngeres Publikum auch anspricht. Das stimmt. So Eltern-Kinder-Konflikte werden da so ein bisschen. Das stimmt, du hast recht. Ich denke, dass damals die Zielgruppe dieses Filmes auch tatsächlich dann Teenager waren, weil es schon auch so Teenager-bezogene Themen thematisiert werden und das in den anderen Filmen nicht der Fall ist. Wie bei Faculty, den du ja ablehnst. Ja. Und ich weiß ja auch, wieso du den ablehnst, weil der wird ja völlig aus der Sicht von Schülern erzählt und du bist Universitätsdozent, muss man ja sagen. Das heißt, du bist ja die Feindesgruppe eigentlich, die dann auch invasiert wird als erstes von diesen Bodysnatchern. Und das kann dir natürlich nicht gefallen, dass die so dargestellt werden. Und du bist also die angegriffene Gruppe durch den Film sozusagen. Ja, natürlich. Universitätsdozenten oder die Lehrer dieses Colleges sind die Feindbilder in dem Film, ganz klar, ja. Und mir ist in den letzten Podcast-Folgen aufgefallen, dass du so einen sehr eigenwilligen Stil entwickelt hast. Du bringst immer eine sehr scharfe These, und an der du dich dann entlanghangelst und mit der du uns ja auch herausforderst, also deine Gäste. Und ich dachte, ich versuche es dir gleich zu machen. Ja. Und ob du dich da nicht auf... Ich habe ja auch andere Interviews und da wird mir dann schon ab und zu gesagt, dass das eine steile These ist und so. Es ist natürlich ein Stilmittel für den Podcast. In meinen wissenschaftlichen Arbeiten gehe ich natürlich nicht so vor. Ja, das ist klar. Davon gehe ich aus. Das muss man vielleicht mal auch erwähnen. Davon gehe ich aus, natürlich. Das weiß ich ja auch. Ja. Aber es ist halt medial sehr wirksam und es macht auch sehr viel Spaß. Ich dachte gerade in diesem Fall würde es sich eignen. Und meine These ist die, dass dieser Film oder dieser Stoff ein, in Ansätzen Horrorfilm ist, auf jeden Fall aber ein Gruselfilm, ein Film, der eine Beklemmung auslöst. Und meine These wäre die, dass die Beklemmung, die durch diesen Stoff ausgelöst wird, eine ganz genuin sozialkonstruktivistische ist. Also das ist sozusagen ein sozialkonstruktivistischer Horror- oder Gruselfilm ist, weil die Quelle sozusagen der Angst auf einen sozialkonstruktivistischen Hintergrund basiert, darauf aufbaut. Aha. Ja, vielleicht ist das sogar der soziologischste Horrorfilm überhaupt, weil die Angst, die ausgelöst wird, ganz, ganz viel damit zu tun hat, zumindest von einem sozialkonstruktivistischen Standpunkt aus betrachtet, ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie wir soziale Wirklichkeit und Wirklichkeit überhaupt ganz im Allgemeinen aufbauen. Also das, was wir brauchen, um zu wissen, um davon ausgehen zu können, dass es die Wirklichkeit gibt. Die Dinge, die dafür notwendig sind, werden durch diesen Film in Frage gestellt und werden durch diesen Film sozusagen geraten durch diesen Film ins Wanken, und das löst eine unglaubliche Angst aus, eine unglaubliche Beklemmung aus. Vermutlich aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil man merkt, wie brüchig und wie dünn sozusagen der Faden ist, an dem unsere Wirklichkeit hängt. Ja. Und auf der anderen Seite, weil wir uns natürlich in die Protagonisten hineinversetzen, ein Stück weit uns mit ihnen identifizieren und uns in gewisser Weise dann vorstellen, ja mein Gott, wie wäre es denn, wenn das Wirklichkeit werden würde, wenn mir das widerfahren würde, da würde ja meine Wirklichkeit, also zunächst einmal meine soziale Wirklichkeit, aber daran ist ja die Wirklichkeit im Allgemeinen verknüpft, die würde ja zusammenbrechen, und im Umkehrschluss, und das ist glaube ich dann die Hauptquelle der Angst, würde ja auch meine Identität sich auflösen.
Denn Identität baut sich ja sozialkonstruktivistisch über soziale Interaktion, über Interaktion mit anderen Menschen auf. Also wir sind das, was wir sind, dadurch, dass wir es reflektiert bekommen und so, ne? Genau, ja, richtig, ja. Was Sozialkonstruktivismus ist, müssen wir vielleicht nochmal ganz schnell den Leuten, die es nicht wissen. Ich glaube, wir hatten das schon mal in einer Folge. Ja, aber es hören nicht alle, ja. alle Folgen ja, nach klar. sofort, ne? Der Sozialkonstruktivismus ist natürlich ein riesiges Feld. Es ist in gewisser Weise ein Theoriestrang innerhalb der Soziologie. Und ganz, ganz grob lässt sich das umschreiben, indem man sagt, dass der Sozialkonstruktivismus davon ausgeht, dass es keine objektiven Tatsachen gibt, sondern dass diese erst oder das, was wir für wirklich und für objektiv richtig und wahr halten, erst durch soziale Prozesse hergestellt wird. Und dass dieser Prozess eben ein Prozess ist und insofern auch das, was für wahr und wirklich gehalten wird, nichts Festes und Ahistorisches ist, also nichts, was immer gleich bleibt, sondern dynamisch veränderbar ist und durch soziale Aushandlungen auch immer wieder neu hergestellt werden muss. Und ein Aspekt aus diesem großen Horizont, den der Sozialkonstruktivismus aufspannt, auf den ich heute bezüglich dieses Stoffes der Filme eingehen möchte, betrifft dann vor allem den Identitätsaufbau. Also so, wie sich der Sozialkonstruktivismus den Aufbau von Identität und von einem Selbstverständnis vorstellt. Ja, also erstmal finde ich sehr interessant, dass man das als Gruselmotiv hat. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, das Gruselgefühl kommt daher, wenn in die Wirklichkeit halt etwas Surreales eintritt, was Übernatürliches. Da würdest du ja jetzt das ergänzen durch eine steile These, die aber sehr interessant ist, dass auch nichts Übernatürliches eintreten muss, aber sofern die Identität nicht mehr konstruiert werden kann, so wie bisher, ja. dass wir auch ein Gruselgefühl erleben. Ja. Das wäre eine Ergänzung der gängigen Gruseltheorie. Ja, unter Umständen, ja. Und in gewisser Weise. Das muss ja nichts Übernatürliches sein. Das ist in dem Fall vielleicht durch die Außerirdischen etwas übernatürlich, aber es muss nicht. Ja, genau. Ja. Also sagen wir mal, die Ursache der Körperfresser-Thematik ist natürlich eine übernatürliche in dem Sinne, dass sie eben aus einer Materie besteht oder aus einem Wirkzusammenhang, der uns völlig unbekannt ist, der eben aus dem Weltall kommt. Das ist etwas, was wir nicht kennen und insofern übernatürlich. Ist mir eingefallen, dass wir das ganz gut anknüpfen können an die Frankenstein-Folgen, wo wir das ja so ähnlich thematisiert haben, wie du das jetzt dargestellt hast. Da bricht eben etwas Übernatürliches ein. Und der Unterschied zwischen Frankenstein und dem Grusel, der durch Frankenstein erzeugt wird, und der Körperfresser-Thematik wäre dann der, dass sozusagen nicht das Unheimliche, das Andere, plakativ in Form der Entität dargestellt wird, sondern eher aufgrund der Verfahren. Ach so, insofern ist es natürlich ganz soziologisch. Man hat also kein Monster an sich, was gruselig ist, sondern die Interaktionen werden halt gruselig. Genau, richtig, wahrgenommen. Ja, genau. Und kann man natürlich nicht ganz so sehen, dieses Gekreische von den Leuten, wenn die erkennen, dass da noch ein nicht infizierter Mensch rumläuft, die sind ja schon gruselig, dann zeigen die mit dem Finger auf dich und kreischen. Das hat ja schon was Monströses fast. Aber es ist natürlich auch eine Interaktion, die nicht so plakativ ist, wie wenn das Monster von seinem Körper schon ein Monster ist. Außer der Hund, da kommt doch der Fall, wo bei dem Umwandlungsprozess, man muss ja sagen, in dem Klassiker, den wir gut finden, von 78, da werden die Menschen zerfallen zu Staub. Und es werden neue geboren, die genauso aussehen. Ja? Aber der andere Mensch, der ursprüngliche, ist tot. Ja. Und später in dem Remake, was jetzt vor ein paar Jahren rauskam, da werden die Menschen nicht ausgetauscht. Da setzt sich nur der Parasit ins Gehirn fest. Ja, und in dem Film, den wir gut finden, da gibt es doch diesen Hund mit dem Menschenkopf. Das ist ja dann schon was Monströses dann.
Du hast völlig recht. Also die Grenze ist schon fließend. Also es gibt auch jetzt entsprechend dieser Terminologie, die wir jetzt entwickelt haben, gibt es auch in der Verfilmung dieser Körperfresser-Thematik Elemente, die plakativ gruselig sind, also die wirklich angsteinflößend Aber sind. die könnte man weglassen, der Wie Film würde bitte? Sorry? trotzdem funktionieren. Die könnte man weglassen und der Film würde trotzdem Ja, funktionieren, das genau. meine ich. Also ich wäre der Ansicht, dass man die weglassen könnte und der Film trotzdem gruselig wäre. Zumal ja wirklich das ja nur, also eher nebensächliche und eher ja, kleinere und auch sehr kurze Episoden sind innerhalb des Films. Kennst denn du meine Szene beschreiben, wo dir das aufgefallen ist, dass dieser Grusel aus der Dekonstruktion quasi herkommt? Ja, in gewisser Weise, also alle Ja, Interaktionen zwischen ja. den noch nicht Ausgetauschten und den Ausgetauschten wecken dieses Unbehagen bei den Zuschauern. Ich würde vielleicht gerne ein bisschen weiter zurückgehen und was ich sehr spannend finde und auch filmisch wahnsinnig gut umgesetzt finde, ist, dass es halt also relativ früh, noch bevor sich deutlich abzeichnet und noch bevor der Zuschauer oder die Zuschauerin weiß, dass Menschen ausgetauscht werden mit Kopien, darauf hingewiesen wird, dass Ja. ja, der Aufbau von Wirklichkeit und von Eindeutigkeit, an der wir uns ja dann auch orientieren, auch im Alltag orientieren, dass wir wissen, was ein Auto ist und dass wir wissen, was ein Mensch ist und was ein Hund ist und so weiter und so fort, dass diese Bestimmung von eindeutigen, identifizierbaren Objekten und aber auch Menschen, dass diese relativ oder viel brüchiger ist, als wir es gerne hätten. Und darauf wird im Film relativ früh schon hingewiesen. Zum Beispiel gibt es eine Szene, der Donald Sutherland, also einer der Hauptdarsteller, arbeitet ja in der Gesundheitsbehörde und unter anderem überprüft er dann auch Restaurants, ob die hygienisch sind und so weiter. Und er findet dann in einer Suppe, als er ein Restaurant untersucht, naja, so ein Stück Mauscode, wie er behauptet, das aber so aussieht wie eine Kaper. Und der Koch und der Chef dieses Restaurants behaupten felsenfest, das wäre eine Kaper. Donald Sutherland ist sich aber sicher, das wäre ein Stück Mauscode. Und das Interessante an dieser Szene und auch an einigen anderen ist, dass die Zuschauer das selbst gar nicht beurteilen können. Das heißt, da fängt im Grunde diese Thematik der Verunsicherung von dem, was wahr ist und was falsch ist und der eindeutigen Bestimmbarkeit von Gegenständen, die wir natürlich auch Interessant. benötigen, um miteinander auch erfolgreich interagieren zu können, da fängt die Verunsicherung eigentlich schon an, dass wir als Zuschauer nicht genau wissen, wir können das einfach nicht beurteilen. Ist das eine Kaper oder Mauscode? Wir müssen uns anfangen zu entscheiden, glauben wir jetzt Donald Sutherland oder glauben wir dem Restaurantinhaber? Darum geht es natürlich nicht. Es geht grundsätzlich um dieses Motiv der Verunsicherung und der, Ja. und das könnte man, diese Szene könnte man ja sogar in Seminaren an der Uni als Beispiel zeigen, wenn es um sozialkonstruktivistische Ansätze geht. Ja. Denn was dort stattfindet, ist ja genau eine solche Dynamik, also wo verschiedene Personen versuchen, darüber einzukommen, ein Gegenstand, ein Objekt zu identifizieren und sich darauf zu verständigen, was es denn ist. Denn diese Einigung ist ja notwendig, um überhaupt dann miteinander erfolgreich interagieren zu können. Es gibt einige andere ähnliche ja, Episoden im Film. Nennen wir noch eine vielleicht. Eine andere ist auch ganz, ganz trivial eigentlich, aber ich finde sie fügt sich sehr gut ein in die Thematik des Films und ich bin fest davon überzeugt, ich habe jetzt nichts dazu gelesen, aber es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn der Drehbuchautor beziehungsweise und oder der Regisseur das ganz bewusst so inszeniert haben. Also eine andere ganz banale Szene, die diese Verunsicherung thematisiert, ist, wenn Donald Sutherland seine Hemden in die Reinigung bringt und die Reinigungsmitarbeiter darauf hinweist, dass auf einem Hemd ein Fleck Kaffee
sich befindet. Mhm. Und wir alle wissen, dass Kaffeeflecken sehr gut beseitigt werden können. Und die Frau, die dort arbeitet in der Reinigung, behauptet aber, das sei kein Kaffeefleck. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was für ein anderer Fleck, aber auf jeden Fall ein hartnäckigerer Fleck. Also da geht es natürlich darum, dass sie im Grunde jetzt schon in eine bessere Position bringen will, sollte der Fleck doch nicht rausgehen, dass er halt eben nicht dann sagt, ja, aber wieso ist er nicht rausgegangen, das war ja nur ein Kaffeefleck. Auch hier haben wir genau die gleiche Situation wie mit der Kaper, dass wir als Zuschauer nicht wissen können, wer hat recht. Auch hier haben wir also eine solche Aushandlungssituation, wo zwei, in dem Fall sind das ja noch Menschen, also wo wir im Grunde schon noch ohne diese Austauschaktion, also noch ohne die Problematik, dass Menschen ausgetauscht werden durch Aliens, haben wir schon diese grundsätzliche Thematik, dass wir ständig darauf angewiesen sind, Dinge in Aushandlungsprozessen zu bestimmen und festzulegen. Und das finde ich, das ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb ich denke, dass der Film von 78 wahnsinnig gut diese Thematik in Szene setzt, da nicht nur sozusagen die Geschichte der Aliens und dieser Kolonialisierung sozusagen durch die Aliens dargestellt wird, sondern wirklich diese soziologische oder ja dieser Grusel, der soziologisch auch erklärt werden kann, auch ohne die Aliens in Szene gesetzt wird und darauf hingewiesen wird, dass das halt ein Problem darstellen kann, das so weit gehen kann, dass das auch wirklich eine große Beklemmung und Angstzustände dann ausgelöst werden können. Also ja. Mich begeistert diese These. Die ist natürlich steil schon, aber die ist auch plausibel in gewisser Weise. Und die gefällt mir sehr gut. Nicht nur, weil du jetzt meinen Stil nachmachen willst. Ich will das auch nochmal aufnehmen. Bei diesem Film, den wir ja gut finden. Ich muss dazu sagen, als ich den gesehen habe als Schüler, das erste Mal, hat mir eine Schulkameradin gesagt, guck den dir mal an, der ist gut. Und ich wusste vorher nicht, worum es geht. Und dadurch passiert natürlich beim Gucken noch viel mehr. Ja, stimmt. Es ist ja das Gruseligste an der ganzen Sache. Ist ja die Zeit, in der ein paar Leute anfangen, falsch zu handeln oder anders zu handeln. Wenn dann alles klar ist, dann geht das um die gängige Muster über. Ja, ja. Es gibt ja auch Theorien, die sagen, das Monster zerstört eigentlich den Grusel. Das stimmt, ja. Dann, wenn es auftaucht, weil dann hast du Klarheit. Dann ist dieser Dekonstruktivismus nicht mehr da, sondern du weißt, böse, gut, ich muss wegrennen, sonst wäre ich gefressen. Das ist sehr klar. Und das ist zwar Angst, aber Angst muss man ja vom Grusel unterscheiden. Ja. Und jetzt ist es, was ich jetzt da an deiner Ausführung auch interessant finde, also wie gesagt, das baut sich ja sehr langsam auf. Erst geht's los mit Kaffeeflecken, die sich verändern. Also wo nicht klar ist, ist das Kaffeefleck, ist das Mausekot. Und dann geht's über in, es ist nicht klar, warum verhält der sich und verhält sich nicht so. Und dadurch wird durch diese Szenen, die du jetzt beschrieben hast, wird der Aufbau nicht stufenweise, sondern fast stetig nach oben getrieben, bis alle, also wir haben am Anfang, sehen wir, wie was ausgehandelt wird, aber gegen Ende wird immer weniger ausgehandelt und wenn dann alle infiziert sind, dann wird nichts mehr ausgehandelt. Ja, ja. Und dann hast du sozusagen vom Konstruktivismus hin zum Determinismus, hast du dann so einen schönen fließenden Übergang. Ja, genau, ja. Also die Beklemmung, dieser, ich würde fast schon sagen, totale Angstzustand, in dem man, also zumindest potenziell, im Prinzip, natürlich bricht da ja niemand im Kino oder zu Hause, wenn man sich das auf DVD anguckt, zusammen. Aber ich glaube, diese unglaubliche Beklemmung, die vor allem halt der 78er-Film hervorruft, die schon auf so einen Zustand eines totalen Angstzustandes hinweist, insofern als letztendlich es darauf hinausläuft, dass die Wirklichkeit, die wir kennen, sich in Luft auflöst und zugleich die Chance, eine neue aufzubauen und damit einhergehend wiederum auch die Identität, also in Gefahr gerät. Also das zu wissen, wer ich bin, das halt eben davon abhängig ist, sich immer sozusagen mit den Augen der anderen zu schauen. Die anderen werden aber ausgetauscht und so wie du das dargestellt hast, haben wir im Grunde am Ende einen Zustand erreicht, in dem nichts mehr ausgehandelt werden kann, in dem sozusagen also soziale Akteure
aufhören zu existieren. Sie können nicht mehr, also die noch nicht ausgetauschten, die wir jetzt als die klassischen sozialen Akteure, so wie wir sie kennen, nämlich Menschen, verstehen können, können gar nicht mehr als soziale Akteure wirken. Sie können nicht mehr auf den Aufbau von Wirklichkeit einwirken. Sie können haben das sozusagen nicht mehr in der Hand. Es lässt sich nichts mehr aushandeln. Und die Beklemmung ist ja auch deshalb so groß, weil, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die anderen ja genauso nicht nur genauso aussehen wie die Menschen. Das heißt, wir haben es weiterhin mit Entitäten zu tun, die genauso aussehen wie Menschen, die genauso aussehen wie Menschen, die wir kennen. Also auch Menschen, die uns sehr, sehr nahe gestanden haben, die uns sehr gut kennen, mit denen wir sozusagen auch sehr intime Bestandteile unseres Selbst in Aushandlung in gewisser Weise aufgebaut haben. Und diese ausgetauschten Menschen, mit denen wir es zu tun haben, verfügen auch noch über die Erinnerung der Menschen, die ausgetauscht worden sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Das heißt, diese Phase, von der du gesprochen hast vorhin, die sozusagen die gruseligste ist, wo noch nicht klar ist, wer gehört dazu, also wer ist noch Mensch und wer ist schon ausgetauscht worden, die ist halt auch deshalb so beklemmend, weil man eben nie weiß, mit wem man es zu tun hat, sich nie sicher sein kann, ist hier eine Aushandlung, ein Aushandlungsprozess noch möglich oder nicht. Das ist sozusagen die tiefer liegende Ebene. In dem Film selbst wird natürlich die, wenn wir so wollen, etwas oberflächlichere Ebene thematisiert, wo es ja eher darum geht, dass man Angst haben muss, ausgetauscht zu werden. Und natürlich ist dieser Aspekt in anderen typischen Horror-Gruselfilm auch gegeben, so wie du das vorhin auch dargestellt hast, dass der Grusel am größten ist, wenn wir noch nicht wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und so wie du das vorhin dargestellt hast, dass es heißt, dass wenn das Monster dann wirklich in Erscheinung tritt, das Monster selbst den Grusel kaputt macht, weil man ja dann weiß, mit wem man es zu tun hat. Und das, was ich an dem Körperfresser-Film so gut finde, ist, dass das zumindest ansatzweise nie passiert, weil es ja gar keine Monster gibt. Das heißt, dieser Gruselzustand, der bleibt im Prinzip sehr, sehr lange oder viel länger als in anderen typischen Horror-Monsterfilmen aufrecht, weil wir es ja immer bis zum Schluss im Grunde immer noch mit Menschen zu tun haben. Gerade was sozusagen das Plakative, das Optische betrifft, die Gestalt sozusagen des Bösen. Mhm. Der Unterschied ist in den Körperfresserfilmen ja verschwindend gering. Ja, außer in Faculty, da. Ja, genau. Und deshalb ja. Finde ich auch, dass man die nicht parallelisieren kann. Also dass das jetzt keine Remakes sind in dem Sinn, weil Menschen als Menschen ausgetauscht werden und das Böse dann eher in der Tatsache besteht, dass wir mit diesen ausgetauschten Menschen nicht mehr soziale Wirklichkeit und Wirklichkeit aufbauen können, so wie wir es gewohnt sind, und damit uns auch nicht mehr mit den Augen dieser Entitäten, die ja keine Menschen im herkömmlichen Sinne mehr sind, sehen können. Wir können sozusagen keinen Perspektivenwechsel mehr vollziehen. Und durch das Abhandenkommen dieser Möglichkeit verlieren wir auch unsere eigene Identität. Unsere Identität steht auf dem Spiel. Du sagst jetzt ein gutes Stichwort, das Böse. Das ist ja da auch ganz konstruiert und ausgehandelt. Besonders in dem letzten Film wird ja schon klar, dass die Welt eigentlich friedlich ist, nachdem die Menschen, die werden ja nicht ausgetauscht, aber zumindest von Parasiten besetzt, die dann zu keinen Emotionen mehr fähig sind. Da wird ja am Ende deutlich, aha, als die Menschen dann diese Parasiten besiegen, das ist ja der Film, der auch gut ausgeht, dieser neue Film, schaut er in die Zeitung am Ende und sagt, aha, dort ist wieder Krieg, dort ist wieder Gewalt, dann fängt auch Krieg und Gewalt wieder an. Man könnte ja auch sagen, als objektiver Beobachter, eigentlich war das die friedlichere Gesellschaft, die Körperfresser aufgebaut haben. Es gab keine Folter, keinen Mord, weil du vom Böse gesprochen hast. Da bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, wer hier die Bösen sind. Ja.
Die legitimieren ihre Sache ja dadurch, die Körperfresser, dass sie die Welt zum Guten machen. Ich glaube sogar in beiden Filmen Ja. sagen die, man hat nicht mehr diese permanenten Ängste. Das ist ja auch interessant, dass dieses Oxytocin, dieses Kuschelhormon, von dem du vielleicht schon gehört hast, Ja, ja, was ja, ja, ja. Treue bewirkt und so Ja. weiter, dass die herausgefunden haben, dass das auch Aggression auslöst. Also man dachte bisher, es wäre nur zum Knuddeln da. Aber nein, man hat herausgefunden, in einem Gruppenzusammenhalt führt es dazu, dass du die anderen magst und zärtlich bist und so, ja. Aber Ja. außerhalb der Gruppe führt es zu Aggression. Ja. Das heißt, das ist halt eng verwoben. Ja, was ist nun besser? Ja, im Prinzip sind ja die reinen Stoiker, die Körperfresser, ohne Emotionen durch das Leben gehen, ist ja eine verwirklichte Philosophie, wenn man so will. Ja, in gewisser Weise ja, wobei der Stoiker oder die Stoikerin sich ja bewusst dafür entscheidet und oder, das ist ja sozusagen, wenn man so will, der westliche Weg des fernöstlichen Weg, also des Taoismus. Der Stoiker oder die Stoikerin entscheidet sich bewusst dafür, die Dinge hinzunehmen, wie sie sind und sich sozusagen nicht sich nicht darüber aufzuregen, dass etwas nicht gelingt oder dass einem ein Schicksalsschlag widerfahren hat und so weiter und so fort. Und parallel dazu der fernöstliche Weg, der Taoismus, der gelangt ja durch eine tiefere Einsicht in die Strukturen oder in die Ordnung des Kosmos oder was auch immer dazu, im Grunde sich dann ganz ähnlich zu verhalten. Und das sind aber dann zwei ganz unterschiedliche Geschichten im Vergleich zu der Gesellschaft, die Körperfresser herstellen. Ja. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist ein sehr Moment, spannender Moment. Punkt. Die Körperfresser und Körperfresserinnen. Also du hast ja von Stoiker und Stoikerinnen gesprochen Du jetzt. hast völlig recht, ja. Und unter den Körperfressern gibt es durchaus auch Körperfresserinnen. Natürlich genauso viele Frauen wie vorher, die werden ja Ja. auch nur ausgetauscht. Wir müssen, weil Und wir haben hier immer eine Zuhörerin, die sehr darauf achtet, dass ich gendermäßig korrekt arbeite. ja, die Maler, oder? Ja, genau. Ja. Und die kritisiert mich und jetzt, glaube ich, habe ich Pluspunkte gesammelt. Ich kann mich erinnern, dass bei dem Blade Runner Podcast wir auf jeden Fall uns über diese Gesellschaftsform unterhalten haben, die am Ende dann zumindest des 78er Filmes ja existieren würde und haben dann bei Blade Runner gesagt, dass das ja eigentlich eine Gesellschaft wäre, die sehr starke Erinnerungen weckt an strukturfunktionalistische oder an funktionalistische Theorien so ganz im Allgemeinen, weil die Menschen alle dann ihren, also die ausgetauschten Menschen, ihren Pflichten nachgehen. Die Gesellschaft funktioniert sozusagen perfekt. Es gibt keine dysfunktionalen Handlungen. Es gibt also keine Handlungen, die keine Funktion erfüllen im Hinblick auf den Systemerhalt und damit letztendlich auf den Erhalt der Gesellschaft als Ganzes. Und insofern hätten wir es ja mit einer perfekten Gesellschaft zu tun. Und das ist, wie du auch sagst, ja die Argumentation, die die Körperfresser gegenüber den noch nicht ausgetauschten versuchen stark zu machen, wenn sie versuchen zu überreden. Also meistens sind das dann so die zuletzt übrig gebliebenen, wo die versucht werden zu überreden, dass die Gesellschaft, die Körperfresser der Welt bringen und damit ja auch den Menschen, ja eine viel bessere wäre. Denn es gibt keinen Krieg. Und so, was du vorhin ja gesagt hast. Und genau diese Thematik wird ja dann in den Film von 2007 dann sozusagen ausbuchstabiert und nochmal ganz plakativ ans Ende des Filmes gesetzt. Wobei mir das halt nicht gefällt, dass die das sagen, weil die richten sich ja nicht an den Gegenüber, sondern in dem Moment richten sie sich ja an uns als Zuschauer und erklären nochmal, warum der Film jetzt so ist und was er kritisiert. Das ärgert mich dann ein bisschen. Das sollte man doch so auch erkennen. Natürlich, es ist ein bisschen zu plakativ, aber nehmen wir das trotzdem einfach mal so hin. Ja. Und, und gerade dieser Punkt führt uns eigentlich dann nochmal zurück zu meiner Eingangsthese. Denn wir hätten zwar, also wieso, also das war ja auch deine Frage, wieso sollten wir denn etwas dagegen haben, wenn es dann tatsächlich ja zu einer viel besseren Gesellschaft kommt, zu einer viel besseren Welt, in der alles funktioniert? Ja, Moment, in dem 78er-Film hätten wir natürlich etwas dagegen, weil wir als Person zu Staub zerfallen.
Wir werden quasi umgebracht und der Neue entsteht. Der ist ja nicht wir. Der hat, also das wäre so wie als, warum willst du nicht auf dein Geist nicht auf einer Festplatte weiterleben? Ja, okay, ja. Aber in dem letzten Film bleibt man ja man selbst. Es werden bloß bestimmte Gehirnsachen quasi wie in einer Gehirnoperation umgeändert. Ja, ja, das stimmt. Okay, aber wir können jetzt, wo wir ja diese späteren Interpretationen ja haben, uns vorstellen, ja. Warum nicht? Also die Frage ist, warum nicht so wie in dem letzten Film? Man würde sozusagen ein Pflänzchen eingepflanzt kriegen und man würde nicht mehr von seinen Emotionen geschüttelt. Alles würde in der Gesellschaft funktionieren. Ja. Das war ja deine Frage. Warum nicht? Ja, genau. In dem letzten Film sind das ja wirklich so ganz kleine Minisporen, die man einatmet. Oder ich glaube, ja doch, das ist, glaube ich, wie eine Tröpfcheninfektion. Tröpfchen, genau. Ne? Die werden ja angespuckt von den Leuten. Genau, ja. Und dann ist das ja wie ein Virus und so wird das ja dann auch später geheilt in dem Film. Man hat diesen Virus in sich und der programmiert dann das Gehirn um, so wie du das auch dargestellt hast. Und deine Frage ist gut. Also klar, man könnte jetzt bei den vorhergehenden Filmen sagen, man hat etwas dagegen, weil man halt ausgetauscht wird. Der ursprüngliche Körper, mit dem man sich ja auch irgendwie identifiziert, ist ja dann weg. Aber nichtsdestotrotz, der neue Körper ist ja identisch. Aber gut. In dem letzten Film haben wir ja nicht mal das. Also man bleibt ja wirklich sich gleich, man bleibt im gleichen Körper und trotzdem wird man ja umprogrammiert. Und wieso sollte man dann etwas dagegen haben, dass man ja, man kann sich ja auch immer noch an alles erinnern. Man kennt ja auch noch die Leute, die man vorher kannte. Man hat aber sozusagen dann keine Gefühle mehr. Man ist nicht mehr in der Lage, auch einen eigenen Willen zu haben. Und ich glaube, das ist halt eben der Punkt, dass man nicht mehr auch in der Lage ist, so wie du das ja auch vorhin dargestellt hast, entsprechend der eigenen Fasson und entsprechend der eigenen Möglichkeiten, es auch anders zu tun oder es auch anders zu wollen, zu handeln, nicht nur zu handeln, sondern auch in Aushandlungen zu treten mit anderen, in der Hoffnung, dass man sich auch auf eine neue Wirklichkeit, auf eine neue Ordnung, auf eine neue Welt damit einigt. Das heißt, genauso wie du das vorhin gesagt hast, man hat nicht mehr die Möglichkeit, in Aushandlungen zu treten, um die Welt zu verändern, sondern man ist determiniert. Man handelt im Grunde festgelegt wie ein Programm. Man verliert den freien Willen in gewisser Weise. Aber das sehen ja, also ob wir überhaupt einen haben, das ist ja auch heiß diskutiert. Manche sehen das ja nicht so, manche Gehirnforscher. Was ich noch zu den Gefühlen sagen wollte, warum nicht? Also die Frage war ja, warum nicht? In Matrix erinnerst du dich an die Situation, wo einer der Menschen sich verkauft an diese Matrix-Programme und sagt, ich verrate den euch, eurem Feind, wenn ihr mir dafür ein besseres Leben einprogrammiert. Ja. Er vergisst dann alles, was er bisher hatte. Und warum macht er das? Weil er sich sagt, ich habe dann ja dieselben Gefühle. Ich bin ja der das fühlt. Ja. Und bei den Körperfressern, wenn einer käme und sagte, willst du dir nicht ein Leben, wie wir das dir bieten, einprogrammieren lassen, dann würde er sagen, okay, ich verliere alles, aber ich habe auch nicht mehr die Gefühle. Also die Gefühle sind eigentlich das, was unsere Identität ausmacht. In der Argumentation, warum nicht? Ja. Also die Frage ist auch, sind das wirklich identische Geschöpfe, wenn die sich ohne die Gefühle reproduzieren? Du hast ja gesagt, die haben die Erinnerung von ihren Doppelgängern quasi, Ja. Aber die haben sie ja nicht, wenn wir sagen, dass die Gefühle so immens wichtig sind. Die Natürlich, erinnern sich, können die sich an Gefühle erinnern? Nein, wahrscheinlich nicht. Oder wenn, dann ist das nur ein Datum. Also das ist nichts, zu dem man irgendwie halt eben sich in ein Verhältnis setzen kann, dass man das Gefühl dann erneut fühlt oder so. Das ist einfach nur eine Information. Das wäre jetzt eine Argumentation, warum über Gefühle, dass ich das nicht machen will. Es gibt so Experimente. Man hat Leute gefragt, also es gibt so Fragen, ob ein Mensch rational sich für sowas entscheiden würde, wenn man dich fragt, würdest du dir das einprogrammieren lassen wie bei Matrix? Ja, dann gibt es schon ein paar, die sagen, ja, wenn ich dann einprogrammiert bekäme, ich könnte jeden Wunsch mir erfüllen, den ich nur so habe. Ja? Aber wenn man denen das so erklärt, dass man sagt, man würde dein Gehirn rausnehmen, in eine Schatulle tun und dann könntest du jedes Leben in der Virtualität leben, was du dir je gewünscht hättest, dann sagen die Leute plötzlich, also überwiegend nein,
dann bin ich ja nicht mehr wahrhaftig. Das ist ja, ja und ja. das wollen sie dann auch nicht. Also die Glückseligkeit ja. alleine ist gar ja. kein Ziel für den Menschen, sondern da muss auch noch Sinn dahinter kommen und Identität. Ja. Sonst würde jeder Rationale sagen, na gut, dann bin ich glücklich, nehmt mein Gehirn, baut das dort in die Maschine ja. und gut ist. Ja? Ja. Ich bin mir ehrlich gesagt aber nicht so sicher. Also ich fand das auch beim, also finde das auch bei Matrix nicht wirklich überzeugend. Mhm. Und es ist natürlich eine mögliche Deutung, die ja auch funktioniert und die auch irgendwie jedem einleuchtet, die ja irgendwie so ein bisschen so einen romantischen Beigeschmack hat, dass man sagt, ja, Gefühle sind das, was den Menschen ausmachen. Ja. Das, da ist natürlich was Wahres dran und da zu einer solchen Aussage können wir uns ja auch alle bekennen. Ja. Das ist das, was mich ausmacht, das ist das, was das Leben lebenswert macht, dass ich glücklich bin und so weiter und so fort. Aber ich finde, dass es noch eine tiefergehende Problematik gibt und einen tiefergehenden Grund, weshalb die Menschen in den Körperfresserfilmen nicht ausgetauscht werden möchten und wieso sie, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, sich dann letztlich für die in Anführungszeichen schlechtere Welt entscheiden würden, in der es eben Kriege gibt, Gewalt und so weiter und so fort. Und dieser tiefer liegende Grund hat eben etwas damit zu tun, und damit komme ich auch wieder zurück zu meiner Anfangsthese, dass Identität ganz maßgeblich darüber aufgebaut wird. Das hat natürlich auch viel mit Gefühlen zu tun, aber es geht nicht nur um Gefühle. Es geht auch darum, dass ich das Gefühl habe, mich selbst managen zu können. Also in sozialkonstruktivistischen Ansätzen, die dann vor allem interaktionistisch und ja ausbuchstabiert worden sind. Also ein wichtiger Beitrag ist hier von Erwin Goffman geleistet worden, der ja sehr viel zur Rollentheorie auch gemacht hat, aber jetzt nicht Rollentheorie im Sinne einer strukturfunktionalistischen Theorie, sondern er hat die sozusagen weiter fortgeführt und interaktionistisch, sozialkonstruktivistisch gewendet. Und er kommt zu dem Schluss, dass das, was Menschen in der Gesellschaft, vor allem in modernen Gesellschaften, in denen wir uns ja bewegen, dass diesen insbesondere die Rollenbrüche etwas bedeuten. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass das Wissen darum, dass ich auch anders handeln kann, als von mir erwartet wird innerhalb einer bestimmten Situation, ist das, was mir das Gefühl gibt, dass ich bin, dass ich nicht eine Marionette bin, dass ich nicht ein Gegenstand bin, ein Computerprogramm, sondern es gibt mir das Gefühl, dass ich eine Identität habe, dass ich einen Kern habe, der mich auszeichnet, der mich ausmacht, der auch nur mir gehört. Und in neueren funktionalistischen Theorien, da redet man auch beispielsweise von Exklusionsindividualität. Das heißt, das Individuum, also das, was ich als etwas, als mein ganz persönliches Ich wahrnehme, findet eigentlich außerhalb der Gesellschaft statt. Es findet sozusagen in der Beobachtung meiner selbst statt, in diesen verschiedenen Rollen, in dem Management dieser Rollen, also deshalb Exklusions. Es ist sozusagen das eigentliche Individuum ist nicht Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Es ist eigentlich eher eine ein Surplus, also ein Outcome, ein Zusatz, der entsteht dadurch, dass ich verschiedene Rollen spiele, dass ich über verschiedene Rollensets auch verfügen muss, um in der Gesellschaft klarzukommen. Zu Hause bin ich Familienvater oder Partner von einer Partnerin oder was auch immer. Oder ich bin natürlich, wenn ich bei meinen Eltern bin, bin ich Sohn. Wenn ich in der Uni bin, bin ich entweder Studentin, Student oder Dozent und so weiter und so fort. Also wir haben diese vielen verschiedenen Rollen, die wir spielen. Diese Rollen sind auch relativ festgelegt. Und wir sehen in den Filmen der Körperfresser, dass eine Gesellschaft perfekt funktionieren würde, wenn sich alle eben nur an die Rollen halten würden. Was würde aber dann fehlen? Was fehlen würde, wäre eben die Möglichkeit, und wenn sie auch nur prinzipiell gegeben ist, auch anders handeln zu können und die Möglichkeit, sich damit, weil wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist, ja. ist das auch nicht möglich, sich außerhalb dieser Rollen zu sehen. Wenn ich weiß, dass ich in keiner Rolle anders handeln könnte, als von mir erwartet wird, dann kann ich mich auch nicht
außerhalb dieser Rollen sehen, in der Vorstellung, dass ich halt eben auch anders könnte. Also fehlt damit dann auch ja, ein Stück weit die Möglichkeit, Identität aufzubauen. Davon abgesehen, dass der Identitätsaufbau natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass ich den Eindruck habe, das Gefühl habe, dass ich in Aushandlung mit anderen mich auch sozusagen verändern kann, positionieren kann, neu erfinden kann, neu darstellen kann. Mhm. Und je nachdem, was dann auch von dem, die Reaktion, die dann von denjenigen, mit denen ich interagiere, auf meine Aktion folgen, je nachdem, wie diese ausfallen, definiere ich mich ja dann. Aber ich kann ja, ich habe ja, wenn ich sozusagen mich anders neben der Rolle verhalten kann, kann ich ja darauf Einfluss nehmen. Das heißt, ich kann das Gefühl entwickeln, dass ich jemand bin, der anders ist als das, was von mir verlangt wird. Der Grund ist dann doch das Gefühl, dass ich eine Rolle wechseln kann. Dann wärst du ja eigentlich wieder bei dem Gefühl. Ich glaube, es ist beides. Und es hängt vielleicht auch ein bisschen von der Theorie ab, die man jetzt soziologisch da stärker machen möchte. Ja. Klar. Aber ich finde, es ist eine spannende Sache. Also eine spannende Beschreibung, die ich so noch nicht gesehen habe. Also für mich war das auch erst, ohne Gefühle möchte ich eigentlich nicht so weiterleben. Aber dass die vielleicht auf einer ganz anderen Basis basieren, als ich mir das so vorstelle als normaler Zuschauer, da haben wir viel Aufklärungsarbeit gerade geleistet, glaube ich schon. Also vielleicht, wenn ich versuchen darf, das nochmal etwas kürzer zusammenzufassen. Ja, gern. Ich glaube, dass beide Argumentationen stimmen, je nachdem, worauf man den Schwerpunkt legt. Wenn man den Schwerpunkt eher auf der Meso- oder Makroebene von Gesellschaft legt und eher rollentheoretisch argumentiert und davon ausgeht, dass die Gesellschaft schon relativ festgelegte Strukturen, festgelegte Ordnungsmuster aufweist, denen entsprochen werden muss durch die Akteure. Das heißt, dass ich halt eben bestimmte Rollen in bestimmten Kontexten auch ja einnehmen muss, die von mir erwartet werden, damit die Gesellschaft nicht auseinanderbricht. Ja. Wenn man einen solchen Standpunkt einnimmt, dann erfolgt der Identitätsaufbau ja in diesem Modus der Exklusionsindividualität. Mhm. Das heißt, in dem Modus einer Beobachtung meiner selbst in diesen Rollen. Also das heißt, ich würde dann das Gefühl haben, eine Identität zu haben, weil ich diese verschiedenen Rollen manage. Mhm. Und weil ich auch immer wieder die Erfahrung mache, dass es Rollenbrüche gibt. Also, dass ich dann auch mal neben der Rolle handle, damit natürlich Erwartungen verletze, Erwartungen nicht entspreche. Das wird unter Umständen dann auch sanktioniert, wird es auch in der Regel. Also das müssen dann keine Strafen sein, keine drakonischen Strafen, aber es kann ja auch einfach nur ein missgünstiger Blick sein oder so. Aber nichtsdestotrotz, diese Rollenbrüche, die nicht häufig auftauchen, sind dann das, nach Goffman beispielsweise, aus dem wir auch die Lust am Leben in gewisser Weise auch gewinnen und aus denen wir auch unser Selbstverständnis, unser innerstes Selbst speisen. Das ist der eine Standpunkt. Ja. Der andere Standpunkt wäre ein eher interaktionistischer, der davon ausgeht, über den wir vorhin uns länger schon unterhalten haben, dass wir in Aushandlung mit anderen Menschen die Möglichkeit haben, die Welt ja auch zu verändern, die Wirklichkeit ja auch zu verändern. Dass wir festgelegte Rollen, festgelegte Identitäten verändern können. Das ist Civil Rights Movement in den USA, die Frauenbewegung, all diese Dinge basieren ja auf der Grundlage, auf der Überzeugung, dass wir in Aushandlung die Wirklichkeit ja wirklich, also faktisch ändern können. Ja. Dass wir festgelegte Ordnung und Identitäten, wer was wie ist, verändern können durch Aushandlung. Und diese Möglichkeit fällt ja weg in einer Gesellschaft der Körperfresse. Darum glaube ich, dass die Gesellschaft der Körperfresse wahrscheinlich gar nicht überleben würde. Also ich weiß gar nicht, wie die das zum Beispiel machen würden mit Gefangenen. Also bleiben die in den Gefängnissen, die werden jetzt nichts mehr anstellen, aber die haben die Gesellschaft ja so übernommen. Ja. Ja, nach Durkheim, dass die Kriminellen eine Funktion haben für die Gesellschaft, sie halten sie zusammen. Ginge ohne Kriminelle gar nicht. Selbst wenn die nicht mehr kriminell wären, müsste man Kriminelle erfinden,
Ja. Und damit die Leute auch Orientierungsmuster bekommen, was richtig und falsch ist und so. Ja. Und was machen die Körperfresser mit Kriminellen? Diese Funktion, was richtig und falsch ist ja gar nicht mehr wichtig. Und ich glaube, wir haben ganz viele Ja. Institutionen und Einrichtungen in Gesellschaften, die uns sagen, was richtig und falsch ist. Und wenn ich dieses nicht mehr benötige, Ja. benötige ich die Institutionen nicht mehr, müssen die, wenn sie konsequent denken würden, die Körperfresser, müssen die abschaffen. Ja. Und dann würde am Ende vielleicht gar nichts mehr übrig bleiben von einer Gesellschaft. Ja, das ist ein spannendes Gedankenexperiment. Also jetzt, wo du das so sagst, also auf jeden Fall denke ich auch, dass Gefängnisse dann obsolet werden. Ja. Es gäbe ja keine Kriminellen mehr, und wenn die auch hoffnungslose Fälle, wenn die einmal ausgetauscht worden sind in Ja. den Gefängnissen, dann könnten die ja sofort wieder reintegriert, wieder eingegliedert werden in die Gesellschaft, denn die wären ja nicht mehr kriminell. Ja. Insofern gäbe es unter Umständen, das müsste man dann im Einzelnen durchgehen, einige, Ja. vielleicht sogar mehrere Institutionen, die nicht mehr nötig wären. Wenn sie es nicht machen, wenn die Aliensporen sozusagen, wenn die das nicht machen, dann ist es ja ein Eingeständnis, dass unsere Gesellschaft, so wie sie aufgebaut war, doch nicht so dysfunktional war oder so schlecht. Es gibt natürlich auch keinen Grund, die Gefangenen freizulassen. Also man sagt halt, die existieren halt dort weiter, bis die alle verstorben sind. Aber irgendwann löst sich dann auch das Gefängnis als Institution auf. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie die das mit Abstimmungen machen. Also in Demokratien zum Beispiel. Ja. Für uns Soziologen wäre doch ein Remix spannend, was ansetzt Ja, auf jeden nachdem Fall, ja klar, alle natürlich. ausgetauscht wurden. Ja, es wäre sehr schwierig. Aber du bräuchtest einige Dinge einfach nicht mehr. Also Gefängnisse bräuchtest du nicht Ich mehr glaube, man brauchte und massig Dinge nicht mehr. Wie viele Sachen haben Funktionen, also die einfach uns Orientierung geben? Und jede Art von Institution und Funktion, die uns eine Lebensorientierung gibt, die fällt weg. Ja. Aber so wahnsinnig viele sind das ja vielleicht nicht. Also ich Oh. denke, die Kinder müssten trotzdem zur Schule gehen, weil die dann ja auch so diese Basics ja Ja, lernen müssten. okay, das ja. Und unter Umständen sind es ja wirklich nur die Gefängnisse, psychiatrische Religion Anstalten fällt wahrscheinlich weg. auch. Wie bitte? Religion fällt weg. Religion fällt weg, ja, die fällt ja eh schon weg. Die ist ja eh schon im Zerfall. Aber ich meine, da sieht man auch, es gäbe ja kein abweichendes Verhalten. Und man sieht eben auch, diese Ordnungsfunktion, die Gefängnisse haben, die in gewisser Weise das nicht, naja, also dysfunktionales Verhalten hat, und Ja, die aber das ist Wirkung, die ja eine, nach ja? Durchheim kein dysfunktionales, sondern es ist ein Nein, es ist, funktionales. ja, genau, Ja. es wird umgewandelt Ja. von der Gesellschaft in funktionales. Ja. Also ehemals dysfunktionales Handeln wird überführt in eine Funktion für die Gesellschaft, erhält damit einen funktionalen Wert für die Gesellschaft, dadurch, dass es die Institution gibt. Ja. Gefängnis. Ja. Und früher gab es das ja auch nicht. Das ist ja auch ein typisch, oder das heißt nicht, aber nicht in der Form, wie wir dies in der Neuzeit und dann vor allem, also fest institutionalisiert, dann auch in modernen Gesellschaften erst haben. Früher wurden ja die Verbrecher, die wurden ja abgestoßen, die wurden sozusagen, Verbannt ja, entweder gleich umgebracht ja. oder das ist ja gerade das Spannende, also das dysfunktionale Verhalten durch die Institution dann zu einen funktionalen Wert erfährt und umgepolt wird. Das abweichende Verhalten, finde ich, ist aber wieder ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen einer menschlichen Gesellschaft und einer Körperfresser, also einer Gesellschaft, in der die Menschen ausgetauscht worden sind. Denn, also man kann durchaus sagen, dass abweichendes Verhalten auch ohne die Internierung in entsprechenden Institutionen wie Gefängnisse oder auch Psychiatrien eine Funktion hat. Im Hinblick auf die Veränderung von Gesellschaften. Sehr viele gesellschaftliche, soziale Revolutionen, die wir als positiv erachten, Also, dass überhaupt eine. haben ursprünglich als abweichendes Verhalten begonnen. Und. Also diese Rosa Parks zum Beispiel, die sich als Afroamerikanerin in einen Bus gesetzt hat, oder auf die Seite oder auf jeden Fall einen Platz in einen Bus eingenommen hat,
der nur Weißen vorbehalten ja. war. Das war zu dem Zeitpunkt, in der in zu dem Zeitpunkt herrschenden Gesellschaftsordnung abweichendes Verhalten. Und das wird häufig als Paradebeispiel dafür angeführt, um sich klarzumachen, dass abweichendes Verhalten und damit ein Stück weit innerhalb dieser bestimmten Gesellschaftsordnung auch dysfunktionales Verhalten eine Funktion haben kann im Hinblick auf die Veränderung, auf die Erneuerung, auf die Revolutionierung zu einem, wie man im Nachhinein ja sagen muss, Besserung der Gesellschaft. Also das abweichende Verhalten sichert zumindest mal die Evolution von Gesellschaften, dass die sich auch anpassen können. Das ist wie bei der Krebszelle quasi, die es trifft, es ist bedauerlich, aber insgesamt gesehen sind diese kleinen Mutationen, die irgendwann zur Krebszelle werden können, natürlich wichtig, damit evolutionär der Mensch auch abweichen kann und sich anpassen kann. Das ist im Einzelfall bedauerlich. Wenn die Körperfresser, also wenn sich herausstellen würde, wenn die also auch viel Soziologie lesen würden, ja, und es würde sich herausstellen, dass Kriminelle für eine Gesellschaft aus irgendeinem Grund unbedingt funktional sind, dann würden die ja Kriminelle herstellen. Also denke nein, ich. Nein, nein, ja. Dann, nein, aber würden sie nicht, weil Kriminelle sind ja für die Gesellschaft, in der wir leben, insofern funktional, weil sie entweder, also Kriminelle ist jetzt ein schwieriges Wort, aber sagen wir mal, verallgemeinern wir das oder fassen wir es jetzt in einer sehr breiten Bedeutung auf. Entweder führt ihr, in Anführungszeichen, kriminelles Verhalten dazu, dass die Gesellschaft sich erneuert, verändert und zum Besseren hin sich revolutioniert, also hoffen wir zumindest, oder in einigen Fällen würden wir im Nachhinein, wie das Beispiel von Rosa Parks sagen, dass es definitiv auf jeden Fall ob es zum Besseren ist, zum Angepassteren zumindest und zum Überleben einer der Gesellschaft vielleicht als solche, vielleicht in einer anderen Form. Also wenn man es mit der Evolution vergleicht. Genau, man weiß nicht, ob wir Menschen uns zum Besseren entwickelt haben, aber wir haben zum Überleben unserer Körper zumindest, haben die abweichenden Verhalten unserer Zellen beigetragen. So ist das vielleicht auch dann. Ob es immer zum Besseren ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ja, man würde jetzt sagen, dass auf jeden Fall die Gleichberechtigung oder sagen wir die ja, das schon. Aber es gab ja auch anderes abweichendes Verhalten. Ja, klar, natürlich, ja. Ja. Und die andere, also sagen wir, es gibt auf der einen Seite abweichendes Verhalten, das unterschiedlichen Gründen entweder als eindeutige, aufgrund eines bestimmten Werteverständnisses, eindeutig als Verbesserung, als Veränderung im Sinne einer Verbesserung im Hinblick auf die Gleichheit aller Menschen beispielsweise gedeutet werden muss. Dann gibt es abweichendes Verhalten, das Gesellschaften in ihrer Struktur verändert, so ähnlich wie du das parallelisiert hast zu den Zellen, zu den Körperzellen, die es Gesellschaften ermöglicht, sich zu verändern und damit auch veränderten Umweltbedingungen sich anzupassen. Und dann kann aber abweichendes Verhalten, so wie du das mit Durkheim dargestellt hast, auch eine Funktion haben, insofern die Gesellschaft auf eine ganz bestimmte Art und Weise damit umgeht, nämlich auf eine geregelte Art und Weise damit umgeht und die Regeln dann dazu führen, dass wir eine klare Orientierungsleistung daraus gewinnen können, indem wir sagen, das ist das Gesetz und wer sich nicht aus guten Gründen, weil keine Ahnung, das Recht auf Unversehrtheit, bla 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 und auf Eigentum, das sehen zum Beispiel ja auch nicht alle Leute so, ne? Das ist ein Grundgesetz sein muss. Ja. Aber wie auch immer, also es gibt das Gesetz und nach diesem Gesetz funktioniert die Gesellschaft und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Gesellschaft relativ gut funktioniert, tun wir vielleicht ganz gut daran, uns erstmal daran zu halten und dann hätten Personen, die abweichend sich verhalten, also nicht gemäß des Gesetzes und institutionalisiert werden, also in Gefängnissen kommen, dann nachträglich die Funktion, eine Orientierungsleistung auszuführen. Das könnten beispielsweise drei Möglichkeiten sein, weshalb abweichendes Verhalten eine Bedeutung hat. Im Verhältnis zu der Körperfressergesellschaft würde abweichendes Verhalten aber seine Bedeutung verlieren, da es all dieser Elemente nicht mehr bedarf. Es bedarf keine Orientierung mehr, weil es ja sowieso keinen freien Willen mehr gibt. Es gibt kein
abweichendes Verhalten. Also es gibt nicht mehr die Gefahr, dass jemand aus der Rolle fällt, dass jemand sich nicht wie erwartet verhält. Ich verstehe die Argumentation und deshalb gibt es halt kein, also bei Dürkheim, um das nochmal kurz zu erklären, es ist ja so, dass die Geltung sozialer Norm wird dadurch sichtbar, dass Leute ins Gefängnis kommen. Ja. Und, ja, genau. Du brauchst soziale Normen in jeder Gesellschaft und deshalb brauchst du in jeder Gesellschaft Kriminelle und gäbe es keine, die sich abweichend verhalten, wie jetzt hier in dem Punkt bei den Körperfresser und Fresserinnen, dann hättest du, ist ja dein Argument, auch keine Gefängnisse mehr. Aber vielleicht erkennen die Körperfresser und Fresserinnen, dass die Gesellschaft sich nicht weiterentwickeln kann und deshalb irgendwann zusammenbricht. Das kann sein, und dann würden sie natürlich bestimmte Sachen forcieren. Ja. Dann würden die sagen, ihr müsst euch jetzt abweichend verhalten, obwohl, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber mir fällt jetzt keine Situation ein, aber sie könnten erkennen, dass unsere Gesellschaft, so wie sie aufgebaut ist, wie sie sie auch übernommen haben, nur funktionieren kann, wenn die auch mit den ganzen Emotionen und so weiterführen und dass die gar nicht funktioniert als rationale Gesellschaft. Ja. Also das finde ich sehr, sehr plausibel auf Anhieb und ich denke, dass du recht hast, dass es soziologisch hochspannend wäre, ein Sequel sich zu überlegen, wie würde es weitergehen. Und es kann durchaus sein, wie du sagst, die Gesellschaft, so wie wir sie jetzt haben, ist ja eine Gesellschaft, die eben darauf beruht, dass Menschen sich auch mal anders verhalten können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die Körperfresser, die dieses Bedürfnis nicht mehr haben und sich genau nach Plan verhalten, übernehmen gleichzeitig aber die Gesellschaft, die wir ihnen überlassen haben, mit genau diesen Strukturen. Das heißt, sie übernehmen eine Gesellschaft, die aufgebaut worden ist, deren Strukturen unter anderem auf der Grundlage abweichenden Verhaltens entwickelt haben und als stabil erwiesen haben. Und da sie gerade dieses Element nicht mehr besitzen, könnte es sein, wie du sagst, dass eine Gesellschaft von Körperfressern und Fresserinnen zusammenbrechen würde. Vielleicht tatsächlich nicht mehr in der Form, wie sie von uns übernehmen, nicht aufrechterhalten werden könnte. Weil wir eine scheinrationale Gesellschaft haben dann. Denn die Körperfresser, wenn die diese Welt nicht so fortführen könnten, wäre das der Beweis, mit Rationalität hat unsere Welt jetzt nur scheinbar zu tun. Aber das wissen wir natürlich nicht. Das müsste so ein Sequel klären. Das müsste ja ein Sequel erst dann unter Beweis stellen, Dadurch, dass die nicht reformieren wollen, also die haben nie gesagt, dass die was reformieren wollen, übernehmen die einfach so, fahren die gegen die Wand. Die fahren gegen die Wand. Der Planet explodiert, aber für die ist das nicht schlimm. Ja. Denn dann treiben die Sporen ja wieder im Weltall umher. Und das ist klar, das ist völlig klar, René. Das ist ja auch der Grund, weshalb die überhaupt auf die Erde kommen. Ja, weil die ihren Vor... Weil das haben die ja schon zigmal gemacht. Genau, und das heißt, ihr Plan funktioniert, also die sind... Und deshalb ist die Frage, die wir vorhin aufgeworfen haben, warum sollten wir uns von denen überzeugen lassen, so eine Welt zu leben, mit dem Hinblick darauf, dass die ja die Welten zerstören, auf denen die sind, weil die dazu führen, dass die Welten einfach nicht mehr entwickelt werden, nicht mehr evolutionär sich die Gesellschaften oder die biologischen Wesen, die auf den Planeten irgendwie leben, die entwickeln sich nicht mehr weiter und die Sporen müssen wieder weiterziehen. Dann könnte man das mit Fug und Recht ablehnen, weil man sagt, ihr zerstört ja unsere Erde irgendwann durch euer Verhalten. Ja. Ne? Da wird das gelöst. Ja. Ja, und sie zerstören sie vor allem deshalb, weil sie die Gesellschaft nicht ändern. Ja, na gut, dann haben wir jetzt, wenn ihr also da draußen, lasst euch nicht von diesen Körperfressern überzeugen, die ruinieren den Planeten. Ja, vielleicht nicht so schnell wie wir. Ja, das kann sein. Aber irgendwann schon. Ja. Ja, irgendwann trotzdem, ja. Eine Sache war noch mit der Mimik. Die haben ja keine Mimik untereinander, aber sie können ja über Mimik verfügen, wenn sie mit noch nicht Infizierten kommunizieren. Ja, ja. Da habe ich mich gefragt, eigentlich ist doch Mimik auch, dient doch auch, ist doch eine sehr rationale Sache. Also man braucht da nicht so viel sprechen, wenn man Mimik sich bedient, weil man sagt, ein Lächeln ist eine Zustimmung. Das muss nicht mit dem Gefühl zu
tun haben. Ja. Es ist eine rationale Sache zu lächeln. Man sieht es, man braucht da nicht sprechen. Und da frage ich mich, ob die wirklich so rational sind, wenn die auf solche Hilfsmittel verzichten. Ja. Ich denke schon, denn Mimik ist halt nicht so eindeutig wie Worte. Worte sind auch nicht sehr eindeutig. Mhm. Oder Worte können ja auch zu Missverständnissen führen, aber Mimik ja noch mehr. Na Moment, aber Worte führen nicht zu Missverständnissen bei den Körperfressern, dann könnte man sagen, führt Mimik auch nicht mehr dazu, weil ja alle die Mimik dann nur so anwenden, also es gibt ja keine Missverständnisse quasi zwischen denen. Wenn einer lächelt, dann wissen sie, da ist kein Interpretationsspielraum, der stimmt jetzt vielleicht zu. Ja, das stimmt, du hast recht. Ja, insofern ist das dann ein filmisches Stilmittel. Ich würde einfach sagen, die hatten keinen soziologischen Berater, die Filmleute. Obwohl du ja gesagt hast, das ist ein zutiefst soziologischer Film. Ja, und ich glaube, sie hatten insofern einen also sie hatten vermutlich keinen ausgewiesenen Soziologen oder Soziologin, der oder die sie beraten hat. Aber zumindest aus filmischen Gesichtspunkten ist es ja rational oder auf jeden Fall sinnvoll, die Körperfresser, also die ausgetauschten Menschen, möglichst steril handeln zu lassen. Ja, klar, als Stilmittel ist das schon wichtig. Ja, da denke ich mal, haben wir heute den Hörern eine andere Sichtweise auf die bisherigen Interpretationen geben können, denn die bisherigen waren ja vor allem Kommunismuskritik, dann so die Gleichmachung sozusagen. Ja. Und dann diese McCarthy-Ära der Kommunistenverfolgung, da war ja auch die Kritik, dass sich Amerika zu einem Überwachungsstaat entwickelt, damals. Okay. Und das wird auch interpretiert dahingehend. Der Regisseur hat sich davon distanziert. Der hat gesagt, er wollte einfach nur eine Geschichte schreiben, die spannend ist. Unabhängig von den Motivationen, die jemand hat, etwas zu schreiben, kann der trotzdem eine Metapher sein für die Leute. Ja, und kann trotzdem eine Bedeutung haben, auch wenn man das gar nicht schreiben wollte. Ja. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, das war sehr harter Tobak, ganz lange heute. Und wir verabschieden uns jetzt wieder mit Winken, wie am Anfang. Ja. Und apropos Fressen, heute gab es bei mir dummen Fisch. Was heißt das, dummer Fisch? Die Fische werden immer dümmer, haben die rausgefunden. Also das CO2 in den Meeren steigt immer an. Und das macht Fische dümmer, haben die rausgefunden. Das hätte dann die Folge, dass man sie leichter fangen kann. Ja, vielleicht habe ich dann auch wieder mehr Glück mit dem Angeln. Ja?